Das ist Nico Ockenfels. Grüß dich, Nico. Grüß dich, Sven. So, er hat einen Tiefeinsteiger bereit, aber nicht irgendwas, was wir schon mal gefilmt haben, sondern eine ganz besondere Bauform, auf die der Nico gleich mal kurz eingehen wird. Ja, Luft holen ruhig mal. Es ist ein Bergamont, so viel kann ich schon mal sagen. Aber diese, ich sag mal, Unterrohrkonstruktion, die ist nun wirklich außergewöhnlich und lässt so direkt mal den Schluss zu, dass dieses Fahrrad hier stabiler ist, wie als wenn es kein zweites Rohr hätte hier, oder? Also, zum einen habe ich das Rad geholt, weil es jetzt ganz neu reingekommen ist. Das, was du bezeichnest vom Rahmen her, nennt sich Amsterdam-Rahmenform. Wir haben im Gesamten einen Rahmen, der einen sehr niedrigen Einstieg hat, aber dennoch immer einen Doppelrohrrahmen. Ne? Das heißt, das ist das klassische Unterrohr und das Oberrohr. Wenn wir das normale Trapezrad nehmen, was hier gerade nach unten verläuft, verlieren wir halt immer etwas an Schrittfreiheit und können meistens nicht über den Rahmen einsteigen. Hier ist es aber möglich. Das bedeutet, die Kraftweiterleitung ist über das zweite Rohr etwas tiefer dann. Trotzdem habe ich die Stabilität von zwei Rohren. Genau. Wobei man aber auch dazu sagen muss, die neuen Tiefeinstiegsrahmen kommen eigentlich an fast die gleichen Werte dran. Also es ist zumindest mal für den Fahrer in der Form nicht spürbar. Besonderheit hier ist jetzt einfach, das ist jetzt ein Rad, was zuerst jetzt erst gekommen ist. Wir sprechen hier vom E-Horizon Pro Belt. Belt ist dann der sogenannte Riemenantrieb, den wir hier sehen. Das heißt, der Vorteil ist halt ganz einfach, du brauchst da nichts mehr schmieren, ölen oder ähnliches. Ein Zahnriemen, oder was ist das? Sprich, ein Zahnriemen, genau. Okay, wie und beim Auto. Weiterer Vorteil, es ist komplett geräuschlos. Also du hörst wirklich bei einer Kette, auf Kassette hast du immer ein metallisches Geräusch und hier hörst du wirklich dann halt gar nichts. Kombiniert wird das Ganze dann mit der Automatikschaltung von Enviolo. Boah, echt? Richtig, ja. Also wer sich auskennt, was ganz Feines. Das ist was ganz Feines. Wir kennen die Enviolo ja auch schon durchaus als mechanische Schaltung. Das heißt, über den Drehgriff bediene ich die dann. Und hier haben wir eine Automatik. Die Automatik erkennt so gesehen über die Verbindung der Trittfrequenz, wie sie schalten soll. Das heißt, du kannst deine Trittfrequenz prinzipiell einstellen. Und dann wird es immer in der gleichen Trittfrequenz und immer in dem gleichen passenden Gang vorwärts gehen. Aber du trittst vom Losfahren bis zur hohen Geschwindigkeit mit der gleichen Trittfrequenz. Das wird automatisch eingestellt. Genau. Du stellst als Grundkern die Trittfrequenz ein. No? Das ist variabel, das kann man selber einstellen. Der eine will ja vielleicht eine etwas höhere Trittfrequenz haben, der andere etwas niedrigere, je nachdem, wie die Vorlieben sind. Und das lässt sich prinzipiell dann halt komplett dadurch kombinieren. Natürlich sprechen wir hier von einem Rad aus dem, also E-Horizon ist ja die Trekkingrad-Serie bei Bergamont. Das Pro Belt gehört zu einem der hochwertigsten Modelle. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen auch das E-Will Pro Belt noch bekommen. Das heißt, das ist ja das Premium. Und auch hier wird die Automatikschaltung mit verbaut sein. Die werden jetzt zum Mitte März werden die ersten ausgeliefert. Hier haben wir jetzt das erste schon bekommen. Sind wir auch ganz froh drüber, weil auch einige Kunden schon nach dem Rad gefragt haben. Gibt es zum einen natürlich halt in der Amsterdam-Version, wie du es hier siehst, oder in der klassischen Herren-Version. Also auch das gibt es bei diesem Modell. Und wenn ich einen Tiefeinstieg möchte, dann geht es ja bei Bergamont in dem hochwertigen Segment ganz klar auf die Evil-Serie. Ich habe jetzt leider hier oben gerade keins stehen, aber... Guck mal hier, dieses Grün hinten. Genau, ich habe jetzt gerade hier mal das Display eingeschaltet. Nochmal, die Steuerung von der Enviolo geht über das Display vom Kiosk? Genau, es ist darüber gekoppelt. Echt? Genau, es wird darüber gekoppelt. Das heißt also auch Einstellungen an sich. Ich kenne ja die klassischen Funktionen, die ich hier in den verschiedenen Modis zum einen einstellen kann. Aber ich kann natürlich halt auch meine Veränderungen, hier sieht man das Untermenü halt auch, kann ich also auch die Trittfrequenz, das ist, was ich anfangs schon angesprochen hatte, hier einstellen und dementsprechend fahre ich einfach. Es ist wie Handschalter beim Auto und dann fahre ich Automatik. Also eigentlich gebe ich nur noch Gas und ich bremse halt noch. Also Gas im Sinne von, ich trete in die Pedale. Und die Trittfrequenz, wo wird die eingestellt? In welchem Menü ist das? Ich habe mich noch nicht mit beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Muss ich raussuchen. Mhm. Weil es ist jetzt gerade erst reingekommen und... Vielleicht da links, rechts irgendwie, ne? Kommen wir um Zeit.
mal MyPower. Was war das RPM? Wo sind wir denn? Das ist Durchschnitt. Das ist noch niemals auf Deutsch. Das ist ganz neu, gell? Jo. Ist gerade. Das ist eigentlich cool. Das heißt, du kannst über einen Schalter, über ein Display. Dann brauchst du aber auch keinen Seilzug mehr. Das heißt, das geht auch elektronisch an die Schaltung hinten, oder? So, jetzt. Moment. Das ist total cool, wie scharf das Display ist. Das können wir ja schon mal auf Deutsch einstellen. Dann kann sogar ich das lesen. Imperiale Einheiten. Ist das Star Wars, oder? Ja. Da müssen wir nochmal raus. Ja, ohne Witz, da stand gerade imperiale Einheiten. Das so. Ich sehe es leider relativ schlecht, weil ich hier über die Seite nur schaue. Da, RPN, Trittfrequenz, siehst du es? Oder ist es meine Leistung? Nee, daneben, da, guck mal. Da, guck mal. Genau, da haben wir es doch. Und hier kann ich dann quasi die Trittfrequenz dann einstellen. Du kannst sie digital einstellen? Ja, ich habe ja keinen Hebel mehr, ich habe ja keine Schaltung in dem Sinn. Nee, ich habe es eben gesucht, also ich bin eben mit der Kamera so rumgelaufen und habe gedacht, wo ist denn die MVOLO? Weil ich kenne das früher, da gab es so einen Hasen und so einen Igel, glaube ich, oder so irgendwas. Nee, ja, was war da drauf? Genau. So eine Schildkröte und... Ich glaube, es war... Ich weiß gar nicht, es gab dieses Männchen mit diesem Berg drin, genau. Das ist aber jetzt passiert. Da war es aber noch eine Nuvinci und MVOLO ist ja quasi dann die Nachfolge daraus, also Namensänderung. Und ja, also man muss dazu sagen, das ist halt eine Schaltung. Derjenige, der sagt, ich weiß nicht, wie man schaltet, der braucht dann sowas, weil da muss er nicht schalten, das macht er dann alles. Das ist aber geil. Also das wäre eigentlich mein Fahrrad, ganz ehrlich. Das heißt, du stellst die Trittfrequenz ein, du bist an der Ampel, brauchst nicht zurückschalten, hast immer einen perfekten Gang. Das ist natürlich auch toll für den Motor, der ist immer im perfekten Drehmoment, oder? Ja, das natürlich auch. Also natürlich die Motoreinstellungen bleiben weitestgehend natürlich davon separat zu bedienen. Das heißt, die Unterstützung, ob Turbo oder Sport oder ähnliches, bedienst du weiterhin ganz normal. Also es ist nicht so, dass sich das Ganze jetzt miteinander verknüpft und du jetzt sagst, okay, wenn ich jetzt das habe, dann kann ich das nicht mehr machen. Du kannst hier ganz normal deinen Modi auswählen und die Unterstützung dann halt auch aussuchen. Und die Schaltung geht halt wirklich komplett automatisch. Also in dem Fall natürlich auch der Bosch Performance 6, wie du gerade schon zeigst. Also hier haben wir auch absolut hochwertige Komponenten. Wir haben den großen 625 Wattstunden Akku mit drin. Wir haben das Kiox-Display, was hier in den eigenständigen Bergamon-Vorbau integriert ist. Also auch das, finde ich, ist eine schöne Lösung, dass das Display hier extra Platz hat dort für und jetzt nicht irgendwie seitlich oder ähnliches halt auch sitzt, weil für mich sieht so eigentlich ein sauberes und cleanes Cockpit halt auch aus. Sag mal, ist der Motor jetzt entsprechend runtergedrosselt, damit der die Namensschaltung kann? Oder nein, kann die MVOLO das? Kombinieren. Das geht. Ne? Also wir haben das Thema bei Shimano-Narben, 7, 8-Gang oder ähnlichem. Die neue 5-Gang kann ja auch deutlich mehr Kräfte. Das heißt, die kann die 85 Newtonmeter auf Wunsch. Also hier in dem Fall, wobei beim Trekkingrad empfehle ich eigentlich immer mehr bei der Variante 75 zu bleiben. Weil zum einen habe ich mehr Reichweite und ich brauche auch nicht diese brachiale Kraft, weil das ist jetzt kein Rad, wo ich die steilsten Passagen mitfahre im Trail oder ähnliches. Im Trekkingrad-Segment würde ich aus meiner Erfahrung oder Empfehlung eher bei den 75 bleiben und dafür aber auch mehr Reichweite generieren. Weil klar, mit 85 habe ich einen höheren Verbrauch. Das bleibt halt dann einfach mal nicht aus. So, die Pedale sind dabei? Pedale sind mit dabei. Genau. Schon immer erwähnen. Ja, ja. Wir haben natürlich hier auch eine Art Trekkingpedal. Das heißt also ein Aluminiumkörper mit einer Gummierung obendrauf, um ein bisschen mehr Griffigkeit halt auch zu haben. Und auch im Gesamten ist das Rad natürlich sehr hochwertig. Ich habe es ja eben schon angesprochen, verstellbarer Vorbau. Hier geht es wirklich viel um Ergonomie, aufrechte Sitzposition. Wir haben eine Santo-Gabel, eine Luftgabel mit drin. Das heißt also auch hier kann ich das Rad sehr genau auf das Körpergewicht abstimmen. Zusätzlich dann halt auch die Lockout-Funktion. Das heißt, die Gabel kann ich komplett blockieren, dass sie starr ist. Und was wir auch nicht so häufig haben, ist die Shimano Alfine Bremsanlage. Also Alfine ist auch eine Gruppe, die jetzt sehr, sehr stark eher aus dem Trekkingrad-Segment kommt. Jetzt keine spezifische Mountainbike, eine XT oder ähnliches, sondern wirklich mehr für das konzipiert ist, für was ich das Rad nutze. Und das ist einfach mal Straße, Reise
oder halt auch mal befestigte Waldwege, weil das ist der Einsatzzweck von so einem Fahrrad. Aluminiumschutzblech, also auch natürlich bei so einem hochwertigen Rad oder auch hochpreisigen Modell haben wir hier ein Aluminiumschutzblech mit drauf. Wir haben eine Schwalbe Plus Bereifung, das heißt mit einem erhöhten Pannenschutz auch mit drin. Grundlegend auch ein etwas breiterer Reifen schon, also jetzt nicht irgendwie so eine schmale Version. Also Pannenschutz heißt, da ist so ein Inlay drin, so normale Dornen zum Beispiel, wo ich da durchfahre, die haben da wenig Chancen. Richtig, also wir haben einfach einen inneren Kern, der verhindert, dass ein Dorn oder Glasscherben überhaupt bis zum Schlauch halt vordringen. Und das erhöht natürlich dann deutlich den Pannenschutz und macht natürlich dann auch deutlich mehr Spaß. Ich nehme an, das Ablaufverhalten ist fast wie bei einem Rennrad, weil die Reifen sind doch sehr, sehr schmal im Vergleich zum Mountainbike. Ja, wir haben schon breiter dimensionierte Reifen, aber grundlegend ist es halt schon so, dass wir einen Reifen haben, der für Straße ausgelegt ist. Da kann ich auch mal einen Waldweg fahren, aber da muss ich natürlich auch wieder abwägen. Also ein geschotterter Waldweg und mit frischem Schotter, dann wird es halt grenzwertig. Aber das ist selbst mit einem Mountainbike dann halt auch schon grenzwertig. Deswegen also hier ganz klar die Prämisse, Reiserad, Streckenrad, all das am Wasser entlang, Touren machen. Ich habe einen stabilen Gepäckträger mit drauf, das heißt also auch Thema Reiserad, Gepäcktaschen oder ähnliches. Das System ist von Racktime. Das heißt, hierzu gibt es dann auch passende Taschen oder Körbe im Verhältnis gesehen. Auch das lässt sich dann ohne Probleme kombinieren. Ich habe gesehen, die Lichtanlage ist direkt an die Hauptbatterie angeschlossen. Genau. Die kann man über das Kiosk schalten. Wie geht das? Ja, das kann man dementsprechend darüber schalten. Wir haben aber auch in dem Fall eine Automatik nochmal mit drin. Eine Automatik? Ja, das heißt, wir können über den Punkt, also die Helligkeit, das muss ich gerade gucken. Die wird gemessen wie beim Auto? Genau. Ich fahre durch einen Tunnel und da geht's an. Genau, rein über den Sensor. Krass. Und hinten die Lampe, oh, die brennt sogar auch. Da habe ich sogar gesehen, da gibt es so ganz winzige Lampen, die kann man nachrüsten, wer es noch dezenter haben möchte. Du hast so Punktlampen, die auch zugelassen sind. Ja, wobei man aber auch hier sagen muss, die ist ja schön integriert unter dem Gepäckträger schon. Das heißt also, sie stört auch nicht die Tasche oder ähnliches. Das passt schon. Also die ist schon schön schlank. Ja, es gibt immer noch was Kleineres. Und was Schönes auch seitlich zu sehen, das ist neu bei allen, oder? Ja, wir haben oftmals die Rahmen, die außen rum gingen. Auch hier bei der Frontlampe siehst du das. No, wir haben im Prinzip hier eine Art Sichtfenster-Schlitz, wodurch du halt auch seitlich besser gesehen wirst. Natürlich auch Reflexionsstreifen in den Reifen mit drin, wodurch dann halt die klassischen Reflektoren im Speichenrad komplett wegfallen. Also, ich gebe knapp 5000 Euro aus. Mit Helm und so weiter komme ich da wahrscheinlich hin und kriege aber als Gegenwert eines der besten Trekkingräder am Markt. So muss man sagen, also mit einer ganz tollen Schaltung, also die wirklich seinesgleichen sucht. Das gleiche Fahrrad gibt es wahrscheinlich auch günstiger von Bergamann oder so ein ähnliches. Oder gibt es das jetzt nur mit der Schaltung? Nee, also die in der E-Horizont-Serie starten wir ja quasi mit dem Tour. Das Rad steht auch hier hinten. Weil ich wollte gerade sagen, allein die Schaltgruppe kostet, glaube ich, 15 Euro oder was kostet die? Ich habe noch nicht nachgeguckt, weil die Nachfrage nach einzelnen Gruppen in dem Bereich eher selten ist. Ja, aber ich wollte es nur sagen, die kostet ein bisschen was, oder? Die kostet auf jeden Fall schon ein bisschen was. Hier haben wir jetzt das Tour. Das ist der Einstieg in die Bergamont Trekking Welt. Preispunkt dann 2.699 Euro. Auch mit integriertem Akkulösung. Das haben wir schon gefilmt, das Tour? Das haben wir schon gefilmt, ja. Genau, also könnt ihr nachgucken. Es heißt Bergamont, genau. Das ist das E-Horizont Tour. E-Horizont Tour, also könnt ihr nachschauen, 2,699 das da? 2,699. Also 2000 Euro günstiger, muss man sagen. Und uns fährt auch toll. Fährt auch toll, ist auch ein super Fahrrad. Aber wie gesagt, ich unterscheide ja immer in dem Sinn, was will ich damit machen, was habe ich damit vor. Derjenige, der wirklich in den Bereich reingeht, wir machen Urlaub, wir machen Reisen, wir sind viel mit dem Rad unterwegs. Ich will die Vorzüge der Automatikschaltung, weil ich zu faul bin oder ähnliches, um eine Schaltung zu bedienen, ist das natürlich schon herausragend. Und das Pro Belt ist ja mit eins der hochwertigsten Modelle aus diesem Segment. Und wenn ich das Ganze als Tiefeinstieg haben will, muss ich auf das Evil Premium dann gehen. Und das wird jetzt ab Mitte März doch endlich hoffentlich geliefert. So, also es gibt noch eine Stufe höher vom Preis. Da sind wir denn über 5 oder? Bei dem Evil, was ich gerade gesagt habe, liegen wir bei 4.999. Okay, also den Euro lege ich dann noch drauf oder die zwei. Dann sind wir knapp über 5. Aber man muss auch sagen, ich kriege hier High-End, Carbon, Belt, also ein Zahnriemen, der mit dabei ist
und wirklich Technik vom Feinsten. Es muss ja nicht das sein. Wir zeigen ja nur mal die Optionen, aber der Markt ist mittlerweile, ich sag mal, die Leute, die E-Bike fahren wollen und da einen Bären dran gefressen haben, die kaufen sich auch ein tolles Rad, weil so ein Rad kannst du wirklich dann bis zu, sagen wir mal, 6, 8, 10 Jahre locker fahren. Jetzt mit der Technik, die da ist, da kann man nicht viel falsch machen. Man kann alles reparieren, gell? Reifen. Ja, also auch selbst bei einer Enviolo oder so, meinen wir reden immer von dem technischen Produkt, auch bei einer klassischen Schaltung kann mal was kaputt gehen. Aber wir müssen immer noch dazu sagen, es gab früher unter dem Namen Novinci damals einige Probleme, was die Automatikschaltung anging. Das ist aber mittlerweile komplett gelöst. Auch darum jetzt vielleicht so ein bisschen der neue Name mit Enviolo. Aber prinzipiell haben wir immer schon sehr, sehr gut diese Antriebe verkauft. Und auch die Automatik, muss man halt einfach sagen, findet halt wirklich nur im oberen Preissegment statt. Also wenn ich auch vor 8, 9 Jahren bei Bergamont im Programm eins mit der Automatikschaltung hatte, lagen wir auch schon im Preisgefüge um die 4.500 Euro. Also es ist jetzt gar nicht so. Nee, aber mit dem Unterschied, dass wir heute einen stärkeren Motor haben, dass wir jetzt wirklich in der Kombination auch den Riemenantrieb haben. Also hier ist es wirklich so die Grundthematik, ich muss quasi nicht mehr selber schalten, ich muss auch keine Kette ölen. Ein Riemen hält ungefähr 3-mal so lang wie eine klassische Kette, vom Verschleiß her gesehen. Das heißt also, viele kommen damit sogar ein Fahrradleben hin, wenn man nicht zu viel fährt. Ja gut, du lachst, aber also es kann gut sein, wenn ich da jetzt nicht einen gesteigerten Wert drauf lege, die ist jetzt nicht gerissen, da kann ich wahrscheinlich noch 5, 6, 8 Jahre fahren, wenn ich nicht so viel fahre. Durchaus, klar. Also es ist wirklich ein durchdachtes Rad. Ja, es hat seinen Preis. Wir haben ja eben schon gezeigt gehabt, es gibt auch andere Preislagen und es geht ja auch darum, dass jeder das findet aus dem Sortiment, was er bereit ist zu investieren. Oder was er für einen Anspruch halt auch hat. So, ist jetzt kein Lagerrestposten aus dem Jahr 2017, sondern es kam gerade rein. Die Nachfrage nach solchen Fahrrädern ist schier explodiert. Das heißt also gerade Tiefeinsteiger mit etwas mehr Technik, einem tollen Motor, hat man ja jetzt gar nicht erwartet. Bosch Performance CX in so einem Rad, weil der viele haben erwartet, das ist jetzt so Downhill, so die Hardcore-Szene und so, aber nein, hier hat man den stärksten Motor eingebaut, der macht auch richtig Spaß, oder? Ja, definitiv. Also auch jemand, der so ein Rad kauft, möchte gerne den kraftvollen Motor einfach haben. Ne? Das ist wirklich sowohl von der Schaltung als auch vom Antrieb, den großen Akku mit drin. Ich habe einfach halt wirklich die Top-Komponenten hier mit drauf. Und so gesehen haben wir hier ein Rad, was ganz klar halt auch für viele Tausenden von Kilometern halt einfach auch ausgelegt ist. Ne? So, Nico Ockenfels, Recycle. Er hat extra ein neues T-Shirt entwickelt, ohne Bändel. Er lacht. Was haben wir denn? 9. Der 9. immer noch. 9. März 2021. Du hast zwei Läden, einer hier in St. Wendel, mittlerweile wie beim Arzt auf Termin. Es gibt auch ein Wartezimmer eigentlich bei dir? Draußen vor der Tür. Draußen vor der Tür. Nee, gut, du lachst, aber es ist eigentlich zu traurig, um wahr zu sein. Eure Branche hat sehr zu leiden unter Lieferproblemen, muss man sagen. Also wir erwähnen in fast jedem Video, wenn euch ein Rad interessiert, im Moment kann nichts Besseres passieren wie im März. Du hast noch Fahrräder, du hast mir Fotos gezeigt, die hast du mir per WhatsApp geschickt letztes Jahr. Da war ich in dem ganzen Laden, waren noch 5 Fahrräder, oder? Es waren ein paar mehr, aber es sah schon düster aus. Ja, ich wurde belächelt darum, für diejenigen, die die Bilder gesehen haben. Man hatte schon gedacht, wir würden zumachen, aber das war nicht der Fall. Momentan haben wir auch schon wieder einige Räder da, aber die Frequenz, was ja für uns auch absolut positiv ist und ich da auch sehr, sehr dankbar für bin, ist wirklich enorm. Und es ist eigentlich auch immer das Problem, wenn wir einen Kunden beraten und er Bedenkzeit haben möchte, verstehen wir das, aber wir können aktuell keine Räder reservieren oder ähnliches, weil einfach die Nachfrage gigantisch ist. Und wir reden, es ist egal, was es ist, ob es jetzt ein Rad ist für ein Kinderrad, wir stehen kurz vor Ostern. Ich weiß jetzt schon, wir werden zu Ostern wahrscheinlich kein einziges Kinderrad mehr da haben, trotz guter Planung oder allem. Durch den Online-Shop suchen die Leute natürlich halt auch Deutschland, zum Teil europaweit, nach Fahrrädern, weil in anderen Ländern sieht es nicht anders aus zum Teil. Deutschland ist da schon zwar führend wieder mal, was die Nachfrage angeht, aber wir sehen an allen Ecken und Enden, wo die Leute Räder nachfragen, habt ihr es noch, könnt ihr es noch bestellen.
Nico, ist okay. Ich habe es verstanden. Genau. Also wenn ihr eins haben möchtet, am besten guckt mal auf der Webseite. Du hast eine Webseite Recycle, die ist minutenaktuell. Da sind alle Rahmengrößen drin, alle Fahrräder. Aber wenn euch ein Fahrrad interessiert, ruhig eine E-Mail schreiben, genau. Weil es noch nicht drin ist. Du hast Lieferübersichten, kannst antworten und kannst dann auch eine Auskunft geben, was noch im Vorlauf ist. Das machst du natürlich privat. Das ist nichts, was du groß auf die Seite stellst. Also wenn du hast ganz viele Kunden, die mittlerweile bei dir kaufen, weil sie bei anderen Händlern einfach zu lange warten mussten und der Händler auch oft damit kein Problem hat, wenn er sagt, okay, die Fahrer gehen eh weg, muss man fairerweise sagen. Also es ist mehr ein Verteilen. Und wenn Sie jetzt gerade vorhaben, Fahrradhändler zu werden, ich glaube, man muss jetzt mittlerweile schon mit 2023 planen, weil jetzt geht es, glaube ich, an die Order Session 22, oder? Ja, wir fangen früher an, je nachdem, wie der Hersteller aufgestellt ist. Aber wir reden zum Teil halt dann auch immer noch von Lieferzeiten von einem Jahr. Sehr schön. Also, eine tolle Branche, diese Fahrradbranche. Nico Ockenfels von Recycle mit dem Bergamont. Jetzt, mein Gott, ey, es gibt so viele Namen. Hast du kein Schild, ne? Doch, es geht. Aber du weißt ja, in meinem Alter brauchst du schon Lesebrille. E-Horizon Pro BE. Richtig, Belt. Belt. Hier Belt. Warte mal, wo steht's da? So. E-Horizon Pro Belt, Modelljahr 2021. Schon wieder mal so ein Fahrrad, wo ich sagen würde, naja, das wäre jetzt schon wieder mein Fahrrad, weil das mit der tollen Schaltung, mit dem tollen Motor, mit dem großen Akku, mit dem Intube, mit dem Kiox-Display, mit dem was weiß ich alles. Also klar, auch da muss man das Geld haben und ich kann leider nur ein Fahrrad fahren. Ich habe ja schon eins. Tschüss Nico, einmal in Riegelsberg. Präsenzverkauf im Saarland und einmal in Sankt Wendel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.